Warum nicht gleich? Hallo, bitte den Shampoos wieder wegstellen. Mit Wassergurgeln tut's auch. Ja, es gibt keinen Grund zur Euphorie, hat die Kanzlerin gesagt. Wir werden noch lange unter der Krise leiden. Einige Experten waren ja schon sehr optimistisch und meinten zum Beispiel, die Bodenbildung kommt schneller als erwartet. Dabei dachte ich, der Rettungsschirm soll genau das verhindern. Nein, die deutsche Wirtschaft braucht ganz dringend knaller Ideen, wie man sie bei patentnet.de finden kann. Einem Marktplatz für Patente und andere Erfindungen. Etwa den Gardinenlift, den Uhrenboy oder ganz neu Kisten für um in den Kofferraum zu tun. Ja, und ich frag mich seit Jahren, wozu der Platz da hinten gut ist. Jetzt aber bitte im Übereifer nicht planlos drauf los erfinden und zum Beispiel einen Sessel entwickeln, der automatisch Hintern fotokopiert. Sicher, der Markt ist da, aber das gibt's leider schon. Tomomi Sayuda war da einfach schneller, mit iBomb. Der Hintern ist das Fenster zur Seele, sagt er selbst dazu, auch wenn nur selten Frischluft durchkommt. Aber Millionen Bürokopierer können dafür aufatmen. Denn mit iBomb gelingen Weihnachtsfeier-Andenken auch ohne waghalsige Kletterpartien. Der Sessel muss nur schwer aufpassen, dass er nicht an die falsche gerät. Zum Beispiel Matilda Krzysikowski, die Serienstuhlkillerin. Die Designerin hat nämlich für ihr Projekt Modus Operandi 13 Stühle regelrecht hingerichtet. Oder sie zumindest unmenschlich Qualen ausgesetzt, ihren Willen gebrochen und dabei ganz nebenbei den Ursprung des Wortes vermöbeln erklärt. Warum gibt es eigentlich viel mehr Serienkiller als Serienkillerinnen? Oder täuscht das nur? Machen die danach einfach gründlicher sauber? Wie etwa die männermordende Gottesanbeterin, der Fotograf Igor Sivanovich für seine großartigen Aufnahmen trotzdem todesmutig in die Augen geguckt hat. Unbedingt sehenswert sind auch die anderen Fotos in seinem Portfolio, die die Natur in ihrer ganzen brutalen Schönheit abbilden. Und übrigens auch zeigen, dass natürlich nicht nur Frauen böse gucken können. Nein, Angst machen kann einem zum Beispiel auch das Sandmännchen. Obwohl diese Verniedlichungsform im Animationsfilm The Sandman eigentlich ziemlich unangebracht ist. Denn der fremde Besucher ist nicht zum Sandstreuen gekommen. Wer heute Nacht mal wieder etwas Aufregendes träumen will, dem sei diese 10-minütige Schlechte-Nacht-Geschichte dringend empfohlen. Und wer auch gerne schon mal tagsüber ein Nickerchen macht, für den habe ich jetzt auch noch einen Tipp. Diese tollen Rollos, die selbst auf dem Land Großstadt-Feeling verbreiten. Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die selbst am helllichten Tag schlafen können. Oder machen die vielleicht tatsächlich nur Yoga, wie uns diese Website weismachen will? Und ich dachte immer, das wäre mehr so ein Frauending. So, und ihr könnt uns heute mal in den Kommentaren verraten, was eurer Meinung nach noch unbedingt erfunden werden müsste. Das war Ehrensenf, ich bin Christine. Tschüss. Ey, der hat meinen Hintern fotokopiert. Frechheit.